Und weiter geht's mit der letzten... mein Gott. mit Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Herzlich willkommen zurück, Leute. Ja, im letzten Part haben wir schon wieder etwas erreicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt, wie ihr seht, noch ein Herz mehr, weil wir vier Herzteile gefunden haben. Und haben danach direkt noch ein Herzteil gefunden. Ja, wir schaffen die 100%, Leute. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich spiele Zelda The Minish Cap zum ersten Mal zu 100%. Geil! Habe ich wirklich noch nie gemacht. Also, zumindest Zelda The Minish Cap. Das Einzige, was ich auf 100% immer gespielt habe, ist Skyward Sword oder Twilight Princess. Habe ich mir bei Twilight Princess auch schwerer vorgestellt. Jetzt bin ich da... Ich bin auch dabei, das bei Wind Waker HD zu machen. Da bin ich auch schon bei. Ja. Also, nicht, dass, falls welche Leute sich fragen, das Spiel habe ich schon längst durch. ja, also dieses Unboxing-Video, was ich ja euch gezeigt habe, das ist schon etwas länger aufgenommen, deswegen, also ich habe das nicht in 1, 2, 3 Tagen durchgespielt. Nein, nein, nein. Keine Sorge. So ein Suchti bin ich jetzt auch mal wieder nicht. Ich bin Justin, so etwas wie der ähnliche Schwertkämpfer. Und wehe, du lässt mich jetzt nicht trainieren. Geht doch! Was ist? Willst du bei mir trainieren? Ja, auf jeden Fall, man. Ja, ich zeige dir, wie deine große Wirbelattacke noch länger anhält. Noch länger? Für das Training bei mir ist deine Vorstellungskraft sehr wichtig. Also schließe deine Augen. Stell dir vor, wie du dich ununterbrochen um dich selbst drehst. Ununterbrochen, ohne aufzuhören? Wirbel, Wirbel. Wirbel, Wirbel. Wirbel, Wirbel. Wirbel, Wirbel. Jetzt hält deine Wirbelattacke noch länger an als vorher. Ach du Scheiße. Das ist kein Scherz. Denn wir haben, oder haben wir schon April, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe gerade, gar nicht auf Datum geguckt. doch, April haben wir doch schon, ne? Haha. Hätte ja auch ein April-Scherz sein können von dem, ne? wer misstrauisch ist, verkennt die Welt. Bündle deine Energie. Verlängerung der großen Wirbelattacke. Wirbel. Geil. Alter, ist das geil. Ja, ich mag die Wirbelattacke jetzt schon. Echt. Kann man nicht anders sagen. Die Wirbelattacke ist echt genial. Wenn ich diese Wirbelattacke einsetze, hat einfach kein Monster eine Chance gegen mich. Außer vielleicht Vati. Vati ist eine Ausnahme. Vati ist ja hier der Oberbösewicht in diesem Spiel. Er ist ja hier der Hexenmeister. Ja, ich frage mich eigentlich, habe ich jetzt alle Attacken erlernt oder nicht? Ich weiß es ja nicht. Alter, ja. Leute, wir haben alle Schriftrollen der Schwertkunst erhalten. Geil! Alter, ist das geil. Boah, so ein schönes Gefühl. Oh, geil. So, und zur Feier des Tages werde ich jetzt zur Mini-Nintendo-Galerie wieder gehen. Naja, ob man das zur Feier des Tages nennen kann, ist eine andere Sache, ne? Aber, auf jeden Fall, ich werde jetzt mal dorthin gehen. Ach ja, nein, erst wollte ich das hier machen, bei dem hier... Stell mir eine Interessentin vor, bla bla bla. Ich wollte ja einer anderen Dame hier ein Haus zeigen, wo sie einziehen kann. Und dafür, da habe ich mich schon längst entschieden, ich wüsste schon wer. Nämlich Nairu. War das eine Nairu? Nein, oder? Oder war... Nein, das ist Nairu, oder? Und das ist Faroe. Oder nein? Hä? Ach, scheiße. Ich komme jetzt gerade mit den Namen durcheinander. Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ah, aber die wollen ja auch Fragmente vereinen, alle beide. Fragmente vereinen? Ja, probieren wir es aus. Ja, das ist Faroe. Genau. Und Nairu meine ich, ja. Ja, also.
War ich doch richtig, ne? Nairu. Und Farore bekommt kein Haus, kein Bock. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Oh, guck mal, wir müssen schon wieder in die Welt von Tapanta, weil sich da schon wieder irgendwas befindet. Ein blauer Schmetterling. Was soll ich mit einem blauen Schmetterling? Das passt perfekt. Jetzt passiert bestimmt etwas Gutes. Naja, werden wir ja da mal sehen, ne? Was das so alles bringt. Fragmente vereinen? Ja, warum nicht? Ja, ist so, warum nicht? Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Das hoffe ich doch. Oh, am Friedhof. Da muss ich auch mal wieder hin. Schon wieder ein blauer Schmetterling. Was soll das denn bringen? Okay. Oh, das passt perfekt. Vielleicht passiert jetzt etwas Gutes. Bestimmt. Oh, du willst mir ein Haus zeigen? Auf jeden. Ja, wirklich? Ein ganz neu gebautes Haus? Toll. Ja. Und jetzt bist du hier alleine. Sorry, Farore, aber... Allein hat man es schwer. Wohin könnte ich bloß umziehen? Tja, nirgendwo. Boah, bin ich gemein. Bin ich fies, ey. Bin ich einfach fies. Du willst auch keine Fragmente vereinen. Die wollen alle keine Fragmente mehr vereinen, ey. Was sind das denn für Kinder, ey? Ohne Witz, was sind das für Menschen? Das sind doch keine Menschen mehr. Ne, das sitzt ja auch nicht. Das sind NPCs. NPC. Pff, ach, scheiße. Es sind einfach nur Spielfiguren. Pixelfiguren. Ha. Oh mein Gott, habe ich jetzt von irgendjemandem hier das habe ich jetzt von irgendjemandem das Weltbild zerstört? Nein. Ja, jetzt müsste die eigentlich da drin wohnen. Oh, warte mal, wollte der Fragmenteverein? Oder täuscht mich das jetzt nur? Du willst keine Fragmente vereinen? Was bist du denn für ein Arsch? Mann, dann nicht. Aber wo sind die eigentlich hin? Wo sind die Leute hin? Erklärt mir das mal, Leute, wo sind die hin? Wohin mit denen? keine Ahnung. Ja, jetzt ist jeder eingezogen. Oh, guten Tag, Link. Ich fühle mich sehr wohl in dem Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du von mir ein Talisman. Das ist nett von dir, aber ich habe keinen Bock. Ah, stimmt ja. Das kann man ja schieben. Das wollte ich auch schieben mal, weil da kann man auch zu einem Minisch. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Minisch ist, vorher dieses Pilzhaus da stand. Aber ich gehe vorsichtshalber einmal trotzdem hin. Das interessiert mich nämlich gerade mal sehr. So. Ich immer mit meinem So. ach ja, genau. Alles gut, alles gut. Alles gut. Alles hat seine Richtigkeit. Ich dachte nur gerade, hä, wo gehe ich denn hin? So. Jetzt wäre... Achtung, Nairu, nicht erschrecken. Jetzt werden deine Schränke sich auf magische Weise bewegen. Und komischerweise kriegt die überhaupt nichts davon mit. Obwohl das eigentlich voll laut sein müsste. Wenn die Schränke sich so, schieben lassen. Ja, es ist, glaube ich, der gleiche Minisch. Willkommen! Willkommen in meiner neuen Bleibe! Ein neues Haus ist schon toll! Ich wollte sowieso ein neues Zuhause, deshalb bin ich besonders froh! Okay, dann hätten wir auch, glaube ich, so mit ihnen schon Fragmente vereinen können. Aber, boah, Alter! Ey, ist das nicht geil gemacht, Leute? Es ist so geil gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie aus meiner Sicht verstehen könnt. Ohne Witz, ich stelle mir das auch richtig chillig vor, so als kleiner Minisch, so in einem Haus zu leben von Menschen, die überhaupt nichts davon mitbekommen, dass hier ein Loch ist und dass hier ein kleiner Minisch wohnt. Und dann hat man hier so ein voll gemütliches Zimmer mit Bett und Tisch und das Teppich und boah, das sieht einfach so geil aus, ey. Für damals sah das schon einfach genial aus. Ohne Witz, schaut es euch an. Es sieht so schön aus. Es sieht so schön aus. Oh, herrlich.
Herrlich, herrlich, herrlich. Einfach herrlich. Ich liebe Zelda The Minish Cap. Ich liebe eigentlich jedes Zelda-Teil, aber Zelda The Minish Cap ist auch so ein geiles Spiel, Mann. Oh, es ist einfach herrlich. Es ist herrlich, solche schönen Spiele zu zocken. Es ist einfach herrlich. Ja. Oh. Genial. So, eigentlich wollte ich jetzt in die Nintendo-Galerie, aber nein, ich... Oder? Doch, jetzt werde ich da hingehen, ohne Ausnahme. Und werde ein paar Figuren ziehen. Ein paar Figuren. Ah, ich habe auf dich gewartet. Es sind neue Figuren fertig geworden, also versuche dein Glück. Ja, warum nicht? Wie viele Muscheln möchtest du für das Los einsetzen? Je höher der Einsatz, desto höher deine Chance auf eine Figur, die du noch nicht hast. Dann mach ich erstmal 9. Gut, dann zieh mal an den Hebel, bla bla bla. Sehr gut. Ich muss ja auch mal ein paar von diesen Muscheln, mysteriöse Muscheln loswerden. Damit ich auch neue einsacken kann, wenn da was Neues kommt. Steinguru. Alles klar. Ich dachte, das wären einfach nur Steine, die einfach vom Vulkan ausgespuckt werden oder sowas. Herzlichen Glückwunsch! Ich lege die Figur, die du gewonnen hast, in das Regal links. Wenn du vor das Regal trittst, kannst du sie dir jederzeit ansehen. Ja, ich möchte nochmal. Möchtest du es noch einmal probieren? Auf jeden! Wie viele Muscheln möchtest du diesmal einsetzen? Bla bla bla. Immer noch 9? Achso, man kann nur 9 Muscheln. Alles klar. Okay. Hätte ja sein können, dass das wirklich immer höher wird. Aber nein, scheint nicht der Fall zu sein. Oh mein Gott, die ganzen Schwertmeister. Magnus mit Brüdern. Magnus mit Brüdern, ey. Die ganzen Brüder. Herzlichen Glückwunsch, bla bla bla. Ja, ich lege sie da hinten und halt's Maul. Nein. Möchtest du noch einmal probieren? Immer wieder, immer wieder. Macht immer wieder Spaß. Ah, es wird doch höher. 10 Muscheln. Ja, keine Ahnung. Es sah erst so aus, als wenn es nicht höher wird. Anscheinend wird es doch höher. Bams. Link. Man kann eine Figur von sich selber erstellen lassen, alles klar. Nur ohne Mütze halt dann noch. Wie geil ist das denn? Ja, natürlich. Immer wieder. Oh, es wird wirklich immer höher. Das ist doch mal wirklich geil, oh ja. Dum, dum, dum. Ah, diese Eisenmasken, ey. Die kennen wir ja, die waren auch scheiße. Immer wieder. Ja, ich weiß nicht, ob ich, also ich würde sagen, ich mache in diesem Part noch ein paar. Vielleicht mache ich jetzt auch den Rest des Parts wieder. Den Rest des Parts will ich das jetzt, glaube ich, nicht machen. Aber ich weiß nicht, ob ich jede einzelne Figur jetzt zeigen soll, wenn ich das hier mache. Oder ob ich das alles offscreen machen soll. Und dann einfach daraus einen Bonus-Part machen, indem ich euch einfach alle Figuren da zeige. Ich weiß es nicht. Ja, okay, doch, ein Bonuspart wird es sowieso geben, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt offscreen machen soll, den Rest, wenn ich die ganzen Figuren mache, oder... Oder, ja, ich weiß nicht. Oder ob ich das euch alles jetzt zeigen soll. Die große Fee. Sehr schön. Ja, nee, komm, nein, ich werde, ja, genau, ich werde das werde ich offscreen machen, weil das dauert schon wirklich ziemlich lange. Ich meine, es fehlen, ihr seht es euch an, Leute, wie viele Figuren noch fehlen.
Das würde mega lange dauern, wenn ich das machen würde. Es fehlen noch so viele Figuren. Alter, wie viele? Es gibt so viele! Ja, 130 Figuren gibt es insgesamt. Deswegen, nein, also ich werde das offscreen machen, wirklich. Das ist, denke ich mal, besser so. Denke ich mal. Ja, ich hoffe, es ist für euch in Ordnung so. Ich hoffe es doch. Wenn nicht, dann habe ich Pech. Dann habe ich Pech. Zu den Wittmeier-Reisen. Okay, ihr habt teilweise auch irgendwie Pech, weil ich werde es euch einfach nicht zeigen. Ich werde euch die ganzen Figuren einfach nur als Bonuspart zeigen. Mein Gott, ey. Was sind das für nervige, aufdringliche Viecher, die immer hinter mir her sind? Bams. Bam. What? Ein Glücksschmetterling. Jetzt kannst du schneller graben als vorher. Aha. Okay. Jetzt kann man schneller graben. Ah. Ein grünes Glücksfragment. Wie geil. Oh, wie geil ist das denn? Ja, das sollte ich auch mal öfter machen, so. Einfach graben überall. Das müsste ich auch wahrscheinlich öfter machen, weil ihr seht ja selbst ab und zu, fein hier, auch ein paar Glücksfragmente raus oder so. Oder mysteriöse Muscheln. Das mache ich ja auch wirklich selten. Also das sollte ich wirklich auch mal öfter machen. Komm, wir graben das Wasser weg. Wir können das Wasser weggraben. Oh, noch ein Glücksfragment. Ey, das ist nochmal echt geil. Also ich werde erstmal die anderen Sachen machen. Also auch muss ich erstmal noch zum Friedhof gehen. Weil da auch sowas ist. So ein Schmetterling und so. Aber wer weiß, also dann gehe ich noch. Dann gehe ich nochmal zu einem Bergminisch. Und gucke, ob ich da jetzt endlich die letzten Fragmente vereinen kann, von denen, die noch Fragmente vereinen wollten. Deswegen, ja, dann teleportiere ich mich mal jetzt zum Friedhof. Muss man dann eigentlich jetzt ernsthaft nochmal die ganze Scheiße nochmal machen und sich den Weg suchen? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ja doch, man muss... Wie scheiße ist das denn? Ich will nicht nochmal diese komischen Laufwege dann machen durch diesen komischen finsteren Wald. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Hau mal ab. Du störst. Uah. Geld ist immer gut. Ja, schön. Man kommt da gar nicht hoch oder kann man so hoch? Nö, kann man nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Wie kacke ist denn das? Wie scheiße ist das? Das ist doch mal sowas von gemein. Hä, wie kommt man denn da hin? Ich hab keine Ahnung. Leute, ich hab keinen Plan. Ich hab wieder Plan von nix. Das ist mal wieder klar. Voll mega scheiße. Ey, hier bin ich auch noch nicht lang geschoben. Wer weiß, vielleicht ist hier irgendwas Schönes. Wie zum Beispiel eine Truhe mit 200 grüne Rubine und unser Geldbeutel ist voll, wie es scheint. Hier ist auch noch was. Aber da kommt man, glaube ich, gar nicht hin, oder? Und doch, da kommt man wohl hin. Da kommt man ja wohl hin. Das ist doch mal geil. Wieder mysteriöse Muscheln. 10 davon. Ach, warum tauche ich? Warum tauche ich denn? Da kommt man irgendwie nicht durch. Keine Ahnung. Warum? Weshalb? Aber hier... Nee, hier kommt man nicht weiter. Hier ist Ende im Gelände. Und der Part ist jetzt auch schon eigentlich wieder vorbei. Kann man so sagen. So gut wie oder ist schon vorbei. Ja,
werde ich im nächsten Part zum Friedhof gehen müssen. Und dann. Wie geil. Bitte wilde Attacke. Ja. Alles klar, dann muss ich halt im nächsten Part zum Friedhof gehen. Ja, Leute, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und im nächsten Part geht es weiter mit The Legend of Zelda Skyward Sword. Mein Gott, was ist mit mir los heute? Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Bis dann, Leute. Ciao.